Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist die Kiria, Kiria van de Kamp, Hebamme und Coach. Und ich lasse mich so ungern kategorisieren, was ich eigentlich mache, worüber ich rede. Manchmal tue ich total seriös, aber eigentlich bin ich total durchgeknallt. Das merkt nur nicht jeder gleich. Manche merken es schon. Und heute, meine verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, möchte ich euch meine weltbesten, allerbesten Manifestationswerkzeuge vorstellen. Ein bisschen Practical Magic mit Kiria. Was nutze ich zum Manifestieren? Und du kennst das sicher, dass man zum Manifestieren ein bestimmtes Mindset braucht und man darf sich ruhig auch im Außen ein paar Hilfsmittel besorgen. Und da scheue ich natürlich keine Kosten und Mühen. Super ist zum Beispiel, wenn du einen magischen Zauberumhang hast. Du kannst aber auch einfach zum Beispiel hier so ein Glitzerjäckchen nehmen, gibt es gerade viel zu kaufen, ist auch super. Ja? Und als ich das letzte Mal in Paris war, echt war, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um mir ein spezielles Manifestationskostüm zu kaufen. Aus Paris. Ja, ich stelle es dir vor. Achtung, das magische Kostüm. Das ist mein magisches Manifestationskostüm. Und nicht aus Paris, aber aus dem Müller in Lörrach. Oh, das ist Schleichwerbung. Mein nächstes Werkzeug. Ein Prinzessin Lillifee Zauberstab. Den nutze ich natürlich zum Zaubern. Wenn ich etwas manifestieren will, dann mache ich. Und da ich weiß, dass es ja nicht nur im Außen liegt, sondern im Innen, mache ich dann auch manchmal oder um das Mindset zu verändern. Aber das absolut beste Werkzeug, was ich habe, ist, pass auf, aus dem Müllermarkt in Lörrach, das magische Blubbereinhorn. Das ist das allergeiste Manifestationstool. Kannst du nämlich deine Visionen und Wünsche mit in die Welt projizieren. Das ist super geil. Und das Coolste ist, da kannst du sogar deine Wohnung mit putzen. Wenn du genug von den Seifenblasen in deiner Wohnung versprühst, habe ich schon ausprobiert, und dir dann ein paar Kuschelsocken anziehst und ein bisschen durch die Wohnung tanzt, dann hast du gleich noch eine geputzte Wohnung. Meint sie das jetzt ernst oder macht sie einen Scherz? Das weiß man nie so genau. Das Geheimnis ist beides. Sie meint es total ernst und sie meint es überhaupt nicht ernst. Womit du am besten manifestierst, ist nämlich deine Energie, ist Freude. Und je mehr Freude du in deinem Leben kreierst, und bei mir funktioniert das super gut, indem ich ein bisschen Blödsinn mache in meinem Leben und einfach auch meiner inneren Crazy Person ein bisschen freien Lauf lasse und zum Beispiel einfach dem Impuls folge, in die Spielwarenabteilung zu gehen und sowas Verrücktes wie einen Glitzerzauberstab zu kaufen. Das ist tatsächlich aus Paris. oder hier, das Einhorn. Und da habe ich Freude mit und das macht mir Spaß und damit erhöhe ich meine Energie. Weil wenn du eine kacke Energie hast, ziehst du auch nur Kacke an in deinem Leben. Wenn du eine geile Energie hast, ziehst du auch geile Sachen an in deinem Leben. Von daher meine ich das auch total ernst. Folge der Freude und finde raus, was dir Spaß macht und nimm nicht alles so bierernst, ja? Lach über dich, lach übers Leben und guck, ey, was bringt dich zum Lachen? Was hebt deine Energie? Was hebt deine Stimmung? Deine einzige Aufgabe ist, Spaß zu haben im Leben, ja? Und darüber zu manifestieren. In diesem Sinne. Bis bald.